Jörn Kruse ist in der AfD. Er ist Fraktionschef in Hamburg und er ist entsetzt. Naja, es ist ja eine Situation, wo eine weitere rote Linie überschritten worden ist. Wir haben immer gesagt, wir machen mit Rechten und speziell mit Rechtsradikalen niemals gemeinsame Sache. Da ist es eine Beschlusslage. Jetzt in Chemnitz ist was anderes passiert. Die AfD nannte es Trauermarsch vergangenes Wochenende. Vertreter der völkischen Neuen Rechten, der Identitären Bewegung, Pegida-Vertreter wie Lutz Bachmann und Björn Höcke und andere von der AfD. Demonstrative Gemeinsamkeit, die dem stellvertretenden AfD-Parteichef Georg Pasterski nicht passt. Herr Bachmann ist ein Straftäter, ein mehrfach bestrafter Straftäter. Auch die Landesvorsitzenden müssen sich sehr klar darüber sein und werden, ob sie mit Herrn Bachmann gemeinsam auf einem Bild erscheinen möchten oder gemeinsame Sache machen möchten. Pegida-Chef Bachmann wiederum macht dieser Tage in seinem Videoblog klar, was er von solchen Mahnungen noch hält. Ich glaube auch, dass die Landesverbände hier im Osten wirklich so stark und gefestigt sind, dass sie sich von solchen Günstlingen nicht mehr reinreden lassen. Die AfD hat mal gestartet als eurokritische Partei und hat dann Stück für Stück die Position von Pegida, die wir zuerst veröffentlicht haben, übernommen. Die Geschichte der AfD, eine Geschichte der Häutung. Von Bernd Lucke über Frauke Petri bis Alexander Gauland. Wer irgendwann zur Mäßigung ruft, wird abgestraft. Weiterkommt, wer sich mit AfD-Rechtsaußen arrangiert. AfD-Partei und Fraktionschef Gauland spricht mittlerweile von einer friedlichen Revolution gegen das politische System. Ja, ich würde sagen, er spinnt. Ja? Gauland wolle mit solchen Sprüchen ihm gefallen, Björn Höcke. Dessen thüringischer AfD-Landesverband wird seit dieser Woche vom Verfassungsschutz als sogenannter Prüffall geführt. In einem neuen Buch führt Höcke seine politischen Grundüberzeugungen aus. Ein paar Korrekturen und Reförmchen werden nicht ausreichen, aber die deutsche Unbedingtheit wird der Garant dafür sein, dass wir die Sache gründlich und grundsätzlich anpacken werden. Wenn einmal die Wendezeit gekommen ist, dann machen wir Deutschen keine halben Sachen. Dann werden die Schutthalden der Moderne beseitigt. Das ist ein größenwahnsinniger Kleingeist. Was Herr Höcke da sagt, geht von der Fiktion aus. Sie könnten einen Umsturz machen. Das ist völliger Schwachsinn. Wissen Sie, das ist sehr teutonisch, alles oder nichts. Diese Kompromisslosigkeit, damit ist Politik einfach nicht zu machen. Das ist unpolitisch, das ist Gesinnung. Frank-Christian Hansel, parlamentarischer Geschäftsführer der AfD-Fraktion in Berlin, hat nicht nur ein Problem mit Höckes Zielen, sondern auch damit, wenn ein Mitglied des AfD-Bundesvorstands mittlerweile so klingt. Und ja, wir sind die Götterdämmerung dieses globalisierten Multikulturalismus. Wir sind die Totengräber der fauligen Reste dieser 68er-Zersetzung. Möglicherweise ist das, was man dann als rechten Rand bezeichnen kann. Aber es ist eben möglicherweise immer noch Rand und nicht Abgrund. Aber wenn es dann sozusagen umschlägt in Taten und Gewalt, dann hat das natürlich überhaupt nichts mehr zu tun. Dann ist es jenseits des Abgrunds. Diese Begriffe, erinnert das an eine ganz dunkle Zeit in diesem Land? Ja, tut es. Was er da eben gesagt hat, dafür schäme ich mich, ja. Bleiben Sie trotzdem in dieser Partei? Das weiß ich noch nicht.